Servus und moin moin! Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Heute möchte ich mit euch über einige Vorteile der Rattenhaltung sprechen. Bedenkt bitte wie immer, dass dies meine persönliche Meinung ist und auf eigenen Erfahrungen basiert. Vielleicht hilft dieses Video euch dabei, euch für die Ratten oder auch sogar gegen die Ratten zu entscheiden. Sachen, die für mich Vorteile sind, sind für andere vielleicht sogar Nachteile. Kommen wir aber nun zum ersten Vorteil der Rattenhaltung. Ratten sind sehr intelligente Tiere, die sich gerne den ein oder anderen Trick beibringen lassen, wie Männchen machen oder sich auf Kommando im Kreis drehen. Diesbezüglich findet ihr mehrere Videos auf YouTube. Einigen Ratten kann man sogar beibringen, auf ein spezielles, mit Streu gefülltes Rattenklo zu gehen. Der zweite Punkt betrifft das Sozialverhalten der Ratten. Ratten sind sehr soziale Tiere, sowohl in der Gruppe als auch ihren Haltern gegenüber. Sie kümmern sich sehr um ihre Rudelmitglieder und kuscheln gerne mit ihnen oder mit den Menschen. Wenn ihr euch in den Auslauf zu euren Tieren setzt, könnt ihr das Vertrauen zwischen ihnen und euch stärken. Ratten sind sehr neugierige Tiere. Das heißt, sie werden bestimmt ein paar Mal bei euch vorbeischauen, euch beschnüffeln oder irgendwann sogar mit euch kuscheln. Der nächste Vorteil ist, dass sich Ratten dem Rhythmus ihres Menschen anpassen. Ratten sind eigentlich nachtaktive Tiere. Aber bei mir war es zumindest so und auch bei anderen Rattenhaltern, die ich kenne, dass die Ratten irgendwann in der Nacht geschlafen haben, wie ihre Menschen auch, und am Tag wach waren. Den nächsten Punkt finde ich ziemlich gut. Das war auch einer der Punkte, warum ich mich für Ratten entschieden habe, nämlich, dass sie super zu Allergikern passen, da sie kein Heu oder Einstreu brauchen. Natürlich habe ich in meiner Toilette Hanfstreu, aber das ist sehr staubarm. Sie sind sogar selber sehr empfindlich, was Streu und Staub angeht. Viele Tiere entwickeln im Laufe ihres Lebens eine Allergie, weswegen ihr wirklich auf Heu oder Stroh verzichten solltet. Der letzte Punkt ist, dass Ratten im Gegensatz zu größeren Haustieren sehr günstig in der Haltung sind. Nachdem man am Anfang einen zugegeben recht teuren Käfig gekauft hat, sind die Kosten überschaubar und somit auch für Leute geeignet, die nicht allzu viel Budget zur Verfügung haben. Ein Käfig kostet so im Durchschnitt 300 Euro. Die Näpfe und die Toiletten sowie die Einrichtung solltet ihr für 50 bis 100 Euro ebenfalls bekommen, eigentlich sogar weniger. Und das Futter kostet jetzt auch nicht die Welt. Obst und Gemüse werden die meisten von euch zu Hause haben, womit ihr die Ratten ja ebenfalls füttert. Also alles in allem, Ratten sind recht günstige Tiere. Natürlich können die Tierarztkosten recht teuer werden, aber das ist völlig normal. Das betrifft sowohl Menschen als auch Tiere. Ja, das war's auch schon wieder mit den Vorteilen. Vielleicht fallen euch noch welche ein, die ihr in die Kommentare schreiben könnt. Ich werde demnächst noch ein Video zum Thema Nachteile der Rattenhaltung hochladen, weil ich es wichtig finde, die Münze auch immer von beiden Seiten zu betrachten. Das heißt natürlich nicht, dass ihr euch keine Ratten holen sollt und wie gesagt, ich hoffe, dass ich euch mit diesem Video ein bisschen mehr an diese, ja, doch recht unbeliebten Haustiere ranführen konnte. Aber vielleicht konntet ihr einen kleinen Eindruck bekommen, ob sie für euch geeignet sind. Schaut euch aber trotzdem das Video zum Thema Nachteile der Rattenhaltung an, bevor ihr euch eine Ratte holt, beziehungsweise bevor ihr euch drei Ratten holt. Das war's auch schon wieder von mir für euch. Ich verabschiede mich an diesem Punkt, freue mich, wenn ihr auch nächstes Mal wieder mit dabei seid. Bis dahin und ciao!